Moin moin ihr Film-Junkies und willkommen zu den Infinity War Hype-Wochen. Ja, ich erzähle euch jetzt, warum wir diese Scheißwaffen nicht mehr brauchen, weil das vorbei ist in Infinity War und vergesst nicht, ne? Es wird jetzt gespoilert. Wenn ihr das noch nicht sehen wollt und so weiter, schaltet ab. Wenn nicht, bleibt dran. Viel Spaß eurer Intro und los geht's. So, beginnen wir mit der ersten Waffe auf Platz 3 und die beginnt natürlich mit Thors Waffe, seiner alten so gesehen, und das ist einmal Mjölnir. Weil wer nämlich Thor Tag der Entscheidung oder weltweit Ragnarok gesehen hat, der weiß natürlich, dass Hela, die Schwester von Thor, die Göttin des Todes, nämlich seine Waffe völlig zerstört hat. Was natürlich ein krasser Mindfuck-Moment war im Tor der Tag der Entscheidung, für mich auch selber. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber gedacht habt, aber trotzdem sind jetzt ganz brisante Details aufgerufen worden. Also es wurden geleakte Bilder gezeigt und da gehe ich jetzt ein bisschen weiter drauf ein. Natürlich wissen wir jetzt nach Thor Tag der Entscheidung, dass Thor der richtige wahre Donnergott geworden ist und dass er seine ganzen Kräfte schon alles kontrollieren kann. Natürlich ohne seine Waffe ist er eigentlich nix, wie er auch selber sagte. Er fand das ja so geil, wenn man natürlich mit Mjölnir rumgesprungen ist. Ja, hört sich ein bisschen Hashtag Game-Modus an. Am liebsten wäre mir, ich hätte meinen Hammer. Ein Hammer? Einen ganz besonderen. Er wurde geschmiedet aus einem speziellen Metall, dem Kern eines sterbenden Sterns. Und wenn ich ihn schnell herumgewirbelt habe, ritten wir durch die Lüfte. Es ist jetzt einmal eben so, dass man nur sagen kann, ich denke mal, er hat sich was gebaut. Die Leute sind verwirrt, ob die durchgesickerten Bilder von Thors neuer Waffe Stormbreaker oder Jarnbjorn sind. Also, bevor sie diese Spekulationen klären, lasst mich doch einfach mal eine kurze Einführung machen, was überhaupt ein Jarnbjorn sein soll. Jarnbjorn ist eine axtähnliche Waffe, die von Thor benutzt wurde, bevor er würdig wurde für Mjölnir. Im 9. Jahrhundert unternahm Thor viele Versuche, Mjölnir zu heben, scheiterte aber immer wieder daran. Stattdessen benutzte er Jarnbjorn als seine normale Waffe. Jarnbjorn ist leicht, eine der schärfsten Waffen der Welt, die praktisch alles zerschneiden kann. Diese Waffe kann verwendet werden, um gegen jeden Angriff zu verteidigen, und sie kann natürlich auch einen Energiestrahl einfach absorbieren und sich durch die himmlische Rüstung durchbohren. Ja, und dann erscheinen einfach von Hasbro mal eben ein paar Bilder zu Infinity War, zu der Toyline, und da zeigen sie einfach mal eben den Stormbreaker, die neue Waffe von Thor, die dann wohl auch in Infinity War erscheinen wird, weil es ist gar nicht so abwegig. Und hier sind mal eben mal die paar Bilder dazu. Ja, und was jetzt natürlich alle sich gedacht haben, die ganzen Fans, die drehen ja durch, was kann dieser Stormbreaker, was hat der für eine Kraft? Ja, und man kann jetzt hier einfach mal sehen, dass der einen langen Holzstiel hat, daran ist einmal eine, auf einer Seite ein Hammer und auf der anderen Seite ist einmal eine, ja, eine Axt. Und das ist der Stormbreaker. Und was der jetzt so kann und was wie der Alte eigentlich aussah, das zeige ich euch mal nämlich jetzt nochmal eben weiter. Ich erkläre euch mal die ganze kurze Geschichte um den alten Stormbreaker. Es geht nämlich darum, es gab einst einen Kampf zwischen Beta Ray Bill, ein sehr mächtiger MCU-Charakter, gegen Thor. Und der gewann halt den Kampf um seine Mjölnir. Ja, und weil aber Thor natürlich seinen Hammer Mjölnir lieb hat, hat der Beta Ray Bill gedacht, nee, ich möchte den nicht gerne haben. Er hat sich halt geweigert, diesen anzunehmen. Und Odin hat das halt gesehen und hat gesagt, okay, ich gebe dir eine ähnliche Waffe, nehme ich den Stormbrecher, den Stormbreaker als Belohnung. Er hat dann natürlich den Kampf gewonnen. Und diese Waffe wurde von Zwergenschmieden gebaut, in die das gleiche Metall verwendet wurde, wie bei dem Thors Hammer Mjölnir. Aber wie Thor Stormbreaker von Beta Ray Bill bekam, ist ein wahres Mysterium. Es gibt aber eine sehr geringe Chance, die lange Geschichte dieser neuen Waffe in Avengers Infinity War zu zeigen. Ja, die größte Theorie ist natürlich jetzt erstmal, dass der Stormbreaker eine Mischung halt aus Jarnbjorn ist und auch einem Mjölnir, so ist er so gesehen modifiziert und wird dann natürlich ultimativ. Kann dann halt alle Faktoren, die ich gerade euch erzählt hatte, auch machen. Und die größte Theorie natürlich weiter, hat man jetzt ja im Infinity-Trailer gesehen, ist natürlich, dass er auf die Guardians of the Galaxy trifft, die dann halt wegfliegen zum Planeten, zu den Zwergen, da dann halt den Stormbreaker schmieden und der lange Stock ist wahrscheinlich Groot. Ja, das ist so die Vermutung, dass das so sein wird. Ich bin auch der Meinung, das kann passieren. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann fresse ich einen Stock. Kommen wir weiter zu der zweiten Waffe im Infinity War. Und gib diesem Mann einen Schild. Der nächste im Bunde ist natürlich Captain America, der sein Schild nach Civil War abgelegt hatte. Wahrscheinlich ist er jetzt nur noch The Cap und nicht mehr Captain America. Er landet ja in Wakanda, das hat man ja in der
Post-Credit-Scene gesehen in Black Panther. Deswegen ist auch dieser kleine Einspieler halt so wichtig. Dann bekommt er nämlich von Black Panther, von T'Challa, nämlich zwei schildähnliche Waffen. Los geht's. Links und rechts. Und die bauen sich dann auf, halt wie so ein Schild. Ich denke mal, das wird so absorbiert, weil wir wissen ja, die Energie vom Vibranium ist ja halt wie so eine Energie. Und ich weiß nicht, ob ich hatte ja mal gesehen, er kann damit auch schießen. Da bin ich echt mal gespannt, wie er das umsetzt. Mehr kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Das sind seine neuen Waffen. Und überhaupt ist er jetzt stärker geworden, weil man sieht ja bei Thanos halt, wie stark er nachher mithalten könnte. Er konnte ja auch fast einmal den Hammer hochheben. Wir sind gespannt. Weiter geht's mit der Nummer 1. Er kommt zu uns. Ja, nach Infinity War, den neuen Trailer, ist natürlich raus, dass Tony Stark sich einen neuen Mark-Anzug gebaut hat als Iron Man. Ja, man weiß ja eigentlich aus Civil War, dass sich T'Challa und Tony Stark unterhalten haben. Wahrscheinlich hat er irgendwie das Vibranium dafür genutzt, sich diesen neuen Mark zu bauen. Ja, es gibt ja auch noch einen neuen Hulkbuster. Die Vermutung sollte es ja auch da sein, dass er den Seelenstein betrieben hat oder den hat angeblich, was ich aber, glaube ich, mehr als Blödsinn finde. Ja, was kann der Mark? Der Mark kann auf jeden Fall neue Sachen wie diesen Super. Er hat eher so einen Super Jet, wo er sich vorantreiben kann. Auch wahrscheinlich noch andere Sachen und das ist echt einmal Hammer. Er hat auch angeblich irgendwelche Flügel. Das hat man in der Entertainment Weekly ja gesehen. Das hat man leider noch nicht im Trailer auch noch nicht gesehen, aber ich bin einfach gespannt, wie die drei mit diesen neuen Waffen einfach gegen Thanos mithalten wollen. Und ich glaube, das, glaube ich, fragt sich jeder und dann ist das Video auch vorbei. Was sagt ihr denn zu dem Video? Hat euch das gefallen? Seid ihr ein bisschen schlauer geworden? Fandet ihr es informativ? Soll ich mal ein bisschen weitermachen mit solchen Videos? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, ein Like, wenn euch das Video, wie gesagt, nochmal gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Leute, ne, bis dann und ciao und bam!